Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Drohnenvideo auf meinem Kanal, in dem ich zwei Drohnen miteinander vergleichen werde, nämlich die Neo und die Tello. So, wie kommt es zum heutigen Video? Ich habe vor kurzem bei YouTube, genauso wie ihr jetzt gerade hier, ein Video gesehen, in dem jemand gesagt hat, also DJIs kleinste Drohne, die gerade auf den Markt gekommen ist, nämlich die DJI Neo. So, die schauen wir uns ganz kurz an. Bei der DJI Neo habe ich ja schon einige Videos gedreht und im Endeffekt ist es ganz gut, dass ich hier noch eine ungeöffnete Verpackung vor mir liegen habe. Dann könnt ihr nämlich mal vergleichen. Auf den ersten Blick schaut die tatsächlich sehr, sehr klein aus. Und da drin ist auch, Unboxing-Video habe ich auch gedreht, nichts anderes im Endeffekt als die Drohne, Ersatzpropeller, das Ladekabel, ein kleiner Schraubendreher, kleine Ersatzschrauben, Bedienungsanleitung, das war es eigentlich. Also hier drin habe ich nur die Drohne und noch ein paar Kleinigkeiten. So, und dann stelle ich mal direkt dahinter die DJI Tello. Was fällt euch auf den ersten Blick auf? Die ist größer. Ja, von wegen. Eben nicht. Die DJI Tello ist tatsächlich DJIs kleinste Drohne. Ja, das ist tatsächlich DJIs zurzeit kleinste Drohne und die hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Die DJI Tello ist in dieser klassischen Burger King Box zum Aufklappen. Yummy. Wirklich absolut winzig. Und das werdet ihr hier feststellen können. Die wiegt nämlich nur 83 Gramm und hat inklusive Propellerschützer. Das sind diese kleinen Dingelchen außen dran, die man auch mühelos abziehen kann. Wirklich extrem geringe Ausmaße. Könnt ihr alles selber googeln. Aber im Endeffekt ist das hier mit 83 Gramm DJIs zurzeit. Ich weiß nicht, ob sie einen Nachfolger rausbringen. Ich glaube nicht. Kleinste und doch der vielfältig einsetzbare Drohne. Zum einen ist die deklariert als Spielzeug. Die hat zwar eine kleine Kamera hier vorne dran und natürlich hier einen Akkuschacht. Das bedeutet, ihr müsst euch nicht, ihr braucht keinen Pilotenführerschein ablegen und ihr braucht da nichts zu registrieren. Ich würde sie aber auch nicht draußen fliegen, denn mit 83 Gramm, wenn da ein kleiner Windschutz kommt, dann ist das Ding einfach weg. Das treibt es einfach ab. Die ist nicht sehr, sehr windstabil. Aber zum Indoor-Fliegen ist die super. Die hat nämlich tatsächlich zwei Sensoren hier unten zur Landung. Und da gibt es auch in der App die Möglichkeit, wenn sie wieder landen soll, dass sie auf der Handfläche landet. Ist ähnlich wie die Neo hier, aber die Neo ist ein bisschen mehr vollgepackt mit Technik. So, warum stelle ich euch das vor, wenn es sich um so eine alte Drohne handelt? Zum einen kann ich über die DJI Fly App, die ich natürlich hier im Handy gespeichert habe, mich verbinden mit der Drohne und kann die steuern. Und genau das machen wir jetzt mal. Ja, was brauche ich, um das kleine Teilchen in die Luft zu bekommen? Ich brauche erstmal einen Akku. Und die sind mittlerweile schon so alt, da muss man aufpassen, dass die nicht gebläht sind, dass die also noch reinpassen. Und die halten auch nicht besonders lange. Einfach reinschieben, bis ein Klickgeräusch macht. Und auf der rechten Seite habe ich diesen kleinen Einschaltknopf. Einmal drücken und das müsste eigentlich reichen. Jawohl, und ihr seht ein kleines Lichtchen hier vorne. Flugzeit wird offiziell angegeben mit unter 10 Minuten. Also realistisch sind eigentlich 5 bis 6 Minuten und dann macht das schon wieder schlapp. Vor allem, nachdem die Akkus hier schon, wie gesagt, einiges auf dem Buckel haben. Und dann muss ich nichts anderes machen, als mich hier mit dem Handy mit dem Netzwerk der Drohne zu verbinden. Und das mache ich folgendermaßen. Die Drohne baut ein relativ eindeutig zu identifizierendes Netzwerk auf, nämlich Tello und dann kommt eine Bezeichnung von der Einzeldrohne. So, mit diesem Netzwerk verbinde ich mich jetzt. Ist natürlich kein Internetzugang und dann brauche ich natürlich noch eine App zum Steuern. Und diese App nennt sich DJI Tello. Im Endeffekt funktioniert es so ähnlich wie die Steuerung bei der DJI Neo. Ich habe hier sogenannte virtuelle Controller. Und mit diesen virtuellen Controllern kann ich erstmal die Drohne starten lassen. So, ich schiebe es ein bisschen weiter weg. Zack. Und ich kann sie natürlich wieder landen lassen. So,
Perfekt. Und mit den Steuerknüppeln auf der rechten und der linken Seite kann ich genauso wie bei jeder anderen Drohne über das Handy, über diese App die Flugmanöver ausführen. Nach vorne, nach hinten, links und rechts. Ich kann sie drehen. Ich habe hier oben links noch verschiedene Möglichkeiten, Flugmodi einzugeben. Also das Ding kann ein Salto machen. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber theoretisch kann man sie mal werfen und dann müsste sie in der Luft die Rotoren starten. Dann habe ich ein sogenanntes Up and Away. Das sind eigentlich die sogenannten Quickshots bei den größeren Drohnen. Da nimmt die ein kurzes Video auf, während die Drohne sich aufwärts fliegend entfernt. Also das ist quasi so ein Droney, nennt man das. Dann habe ich noch eine 360-Grad-Möglichkeit. Dann habe ich noch ein Kreisen, das ist das Circle bei den größeren Drohnen. Ich weiß auch nicht, warum das hier auf Deutsch ist und bei den größeren muss das immer auf Englisch sein. Und dann habe ich hier den Bounce-Modus, also dann fliegt die Drohne so. Das sind die sogenannten Flugmodi, die habe ich hier alle eingestellt. Dann habe ich hier die Möglichkeit, noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Ich habe hier die Möglichkeit, mein Album anzuschauen. Ich habe die Möglichkeit, auf meinen Akkustand zu gucken, ob das Netzwerk in Ordnung ist. Ja, und das war es eigentlich auch. Bedeutet, mit dem Handy kann ich die Drohne super steuern. Das ist die eine Möglichkeit. Also ich kann diese kleine Drohne mit dem Handy steuern und brauche dazu keinen extra Controller. Die andere Möglichkeit, welche ich wesentlich faszinierender finde, ist folgende. Ich gehe mal hier raus aus meinem Programm und mache meine nächste App auf. Die nennt sich da auch Tello. Das ist allerdings eine Programmier-App. Und mit dieser Programmier-App kann ich Folgendes machen. Der Name ist ja schon Programm. Ich muss mich natürlich erstmal registrieren, anmelden. Ich brauche ein Nutzerkonto. Und jetzt habe ich hier auf der linken Seite unten die Möglichkeit, Block zu programmieren. Block programmieren bedeutet im Endeffekt, dass ich auf der linken Seite des Menüs verschiedene Möglichkeiten habe, einen Steuerbefehl einzugeben. Zum Beispiel starten, nach oben fliegen, nach vorne fliegen, nach links sich drehen etc. und dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Und das mache ich mal gemeinsam mit euch. Ich habe hier im Bereich Motion, also erstmal Takeoff. Ja, und dieses Takeoff, das ziehe ich jetzt hier mal raus und klebe es, das muss natürlich auch tatsächlich hier direkt dran gehen an Tap to Start. Dann habe ich Motion, da möchte ich sagen, ja, flieg doch mal, sagen wir mal 100 Zentimeter nach oben. Aber ich kann natürlich auch den Befehl variieren, weil ich möchte ja nicht an die Decke stoßen hier. Das ist im Handy ein bisschen fummelig, ihr seht es hier. Also, und diese 100 Meter, die kann ich auch ändern. Da möchte ich haben, 100 Zentimeter. Ich möchte nur 20 Zentimeter haben, dann klicke ich auf OK. Dann möchte ich, dass die Drohne wieder nach unten kommt, also Down. Den Befehl ziehe ich hier rüber. Jawohl, und natürlich, was ich nach oben geflogen bin, vorher muss ich auch wieder nach unten fliegen. Dann verändere ich das also auf 20 cm und dann müsste die Drohne wieder da sein, wo sie vorher war. Und dann gebe ich noch ein ganz simple Land. Also ich möchte, dass die Drohne dann nach Ausführung dieser Programme, dieser Befehle genau wieder hier landet, wo sie gestartet ist. So, das probieren wir mal aus. Tap to Start. Und ihr habt gesehen, die Drohne driftet ein bisschen ab. Also die hätte eigentlich genau wieder hier landen sollen. Das probieren wir eigentlich gleich nochmal. Und nachdem sie ein bisschen nach hinten gezogen hat, lassen wir sie ein bisschen weiter vorne links starten. Und dann und zack, da ist sie auf meinem Handy gelandet. Okay, die Befehle sind durch. Diese Drohne kann ich programmieren. Das ist relativ intuitiv mit einem kleinen Programm, welches kostenlos ist. Ich muss mich lediglich mit einer gültigen E-Mail-Adresse mal registrieren. Und generell gilt immer, wenn ihr bei DJI Kunde seid, dass ihr dann mal ein DJI-Konto anlegt und dann könnt ihr diese kleine Drohne halt im Rahmen der Akkukapazitäten mal quer durchs Wohnzimmer fliegen lassen. Sagt euren Eltern aber voll Bescheid und wenn ihr Eltern habt, die so alt sind, dass es denen auch wurscht ist, wenn es euer eigenes Wohnzimmer ist, umso besser. Das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Sprich, eine Drohne, die programmierbar ist und mittlerweile über eBay Kleinanzeigen für lächerliche 50, 60 Euro erhältlich ist, deren Akku durchaus in die Knie geht, ja, aber als kleiner Einstiegsspaß schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt machen wir doch nochmal die DJI Neo auf. So, und da werdet ihr beim Größenvergleich feststellen, nun jein, also, naja, wenn man die Propellerschützer hier mal abzieht von der Tello, tatsächlich sind die Propeller größer, Body ist ein bisschen kleiner von der Neo,
Nee, der Body ist tatsächlich von der Tello ein bisschen kleiner. Er ist halt gedrungener. Er ist ein bisschen breiter, aber dafür etwas kürzer. Und die Arme sind natürlich hier, die Auslegerarme sind ein bisschen länger als hier von der Neo. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Aussage nochmal revidieren muss, ob tatsächlich die Tello die kleinste ist. Sie ist auf jeden Fall die leichteste. Die Neo, die wiegt 135 Gramm und die wiegt knapp die Hälfte. Wobei man das hier gar nicht so merkt. Da ist halt der Akku wesentlich schwerer. Der Akku ist hier doch eine ganz schöne Hausnummer. Das ist so ein Teilchen hier im Vergleich zu diesem Akku von der Tello. Also der wiegt schon sehr, sehr viel. Das macht halt das Gewicht aus. Ja, Einstiegsdrohnen sind beide. Programmierbar ist die Neo nicht. Die hat eine Menge toller Sachen, zum Beispiel Handstart und KI, bedeutet, die kann das Gesicht erkennen und macht dann diesen Follow-Me-Modus, und kann eine ganze Menge toller Sachen. Schaut euch meine Videos an, dann wisst ihr es. Aber die Tello, die kann ich programmieren. Und das finde ich schon eine ganz, ganz tolle Geschichte und deswegen dieses heutige Video. Ja, wie immer gilt am Ende eines jeden Videos, falls es euch gefallen hat, den Daumen nach oben und falls es euch nicht gefallen hat, auch den Daumen nach oben. Ich würde mich über konstruktive Kritik sehr freuen, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, wie immer hier unten in den Kommentarbereich rein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich gesund und munter wieder beim nächsten Video zu Lande, im Wasser, in der Luft, wo auch immer. Bis zum nächsten Mal.